Hallo und herzlich willkommen hier zum Finale der SPL. Bis hierher haben beide Teams lange, lange Nächte gehabt, wenig Schlaf. Wir sehen in schwarz Biumen, in blau das NAO-Team HTWK. Biumen kommt aus Bremen, HTWK aus Leipzig und beide haben eine Neuigkeit von diesem Jahr umgesetzt. Eigene Trikots. Anstoß hat anscheinend Biumen. Und neu dieses Jahr ist auch die Detektion des Anpfiffes. Das bringt ein paar Sekunden, in denen man frei agieren kann. Oder frei agieren kann, sollte es das andere Team nicht erkennen. Und das sieht gut aus. Beide Teams haben es erkannt. Zweikampf jetzt in der Mitte. HTWK kann sich im Moment durchsetzen. Jetzt ist der Ball zwischen den Füßen. Das darf nicht sein. Freigespielt. Die 4 muss jetzt weiter ran. Zwei Bremer Spieler stehen jetzt davor. Versuchter Pass, das hat nicht geklappt. Die HTWK liegt jetzt. Super Chance für die Bremer. Das nenne ich Fairness. Das Ding ausgespielt. Die 3 der HTWK hat jetzt die besten Chancen, aber auch die Bremer sind nicht untätig. Laufen jetzt auf den Ball drauf zu. Das wird jetzt eng. Beide müssen versuchen, das Ding zu kriegen. Die HTWK kann passen. Fast genau auf den Mann. Das ist ärgerlich. Wenige Zentimeter trennen da einen super genauen Pass. Jetzt die Chance der Verteidigung von den Bremern, hinterherzukommen. Die HTWK jetzt am Ball. Muss jetzt nach vorne kommen. Muss jetzt an 2 Robotern dran vorbei. 3 Robotern, wenn die 2 von den Bremern sich noch weiter davor gesellt. Oh, da ist die Verteidigung von den Bremern, versuchter Seitwärtskick, wurde ausgespielt. Da muss die HTWK jetzt ran, da muss die HTWK durch. Da ist jetzt noch einer, versuchter Schuss und der Torwart hält. Spielt den Ball zurück. Angenommen von der Verteidigung. Jetzt die Chance für die HTWK, die muss wieder ran. Da stehen einfach zu viel Roboter der Bremer rum, dass es einfach wird. Aber wer hat gesagt, dass es im Finale einfach ist? Die HTWK immer noch am Ball, immer noch 3 Bremer Spieler da. Zweikampf um den Ball. Wer setzt sich jetzt da durch? Die HTWK spielt den Ball frei. Und es wird gekegelt. Jetzt die Frage, wer ist schneller da? Die 4 sieht den Ball, die Bremer sehen den Ball auch. Seitwärtskick. Die 4 der HTWK hat jetzt die Chance, den Ball zu kriegen. Die muss jetzt hinterher, aber die Bremer sind auch nicht untätig. Wird das ein Pass? Oh, die Bremer stehen zu nah. Der Pass wird nichts. Hoffentlich fällt der Spieler nicht um dabei. Zweikampf. Wer setzt sich durch? Temporär die HTWK, aber die Bremer bleiben stehen. Hat Vorteile. Die Bremer berühren den Ball aus Versehen, versuchen den Ball zurückzuspielen. Jetzt die Chance, die HTWK sich davor zu setzen. Versucht der Seitwärtskick der Bremer. Die 4 der HTWK stand da gut. Jetzt die Frage, macht es den Pass? Ist es schnell genug? Da wurde der Schuss abgefälscht durch die Bremer. Die Bremer jetzt näher am Ball. Wenn jetzt der Seitwärtskick kommt, ist der Ball weg aus der Reichweite der HTWK. Jetzt muss die Verteidigung der HTWK zeigen, was sie kann. Da sonst ist ein Tor sicher. Versuchter Torschuss und am Tor dran vorbei. Das rollt über die Linie drüber. Ja, der Ball wird hinter die Mittellinie zurückgesetzt. Die 4 der HTWK sieht den Ball zuerst. Jetzt die 3 von Biumen auch. Beide rennen auf den Ball drauf zu. Die HTWK dreht sich in die falsche Richtung. Dadurch der Schussweg frei für Bremen. Die 5 der Bremer steht jetzt da, hat die besten Chancen, den Ball sich zu holen. Da wird von den Strikern auch zurückgegangen. Da muss jetzt das Tor einfach verteidigt werden. Wer ist als erstes da und wie versucht man zu schießen? Die Bremer schießen zurück in die eigene Hälfte, Rückpass. Vielleicht von da aus direkt aufs Tor, der Ball ist noch nicht aus. Jetzt wird spannend.
Das war ein Foul, damit ist der Spieler erstmal raus. Jetzt die Chance für die HTWK. Wenn jetzt der Pass kommt, sieht es gut aus. Ah, genau auf den Füßen von den Bremer Spieler. Jetzt muss sich das stärkere Team durchsetzen. Im Moment war das die HTWK, aber der Spieler der HTWK geht nicht weiter hin. Die Chance für die zwei der Bremer. Der Torwart hat die Situation im Blick. Sieht jetzt keine Notwendigkeit, dort einzugreifen und damit der Ball wieder im Mittelfeld. Jetzt wieder alles offen. Ein Spieler der Bremer läuft schon mal vor, den Pass anzunehmen. Versuchter Schuss der Bremer, abgefälscht von der HTWK. Die kann die Chance aber nicht verwandeln. Beide sehen gleichzeitig den Ball. Erneuter Zweikampf. Da fällt der HTWK-Spieler um. Die vier der HTWK jetzt nach vorne an den Ball. Der Stürmer von Bremen lässt sich aber nicht beirren, läuft auch darauf zu, abgefälscht. Da muss jetzt hinterhergelaufen werden, da muss jetzt jemand draufgehen. Niemand der HTWK fühlt sich zuständig. Die drei der Bremer jetzt schön davor, spielt ins freie Feld. Der Weg zum Tor ist jetzt frei. Auch die fünf von den Bremern bietet sich an. Schuss aufs Tor, der Torwart sieht den Ball nicht. Ah, die 5 konnte den Ball nochmal abfangen. Schwierige Situation, wenn jetzt der Seitwärtskick der Bremer kommt, kassieren die Leipziger das erste Tor. Das war nicht gerade, da hat die HTWK mehr Glück als Verstand gehabt. Aber das Ding ist noch nicht sicher. Jetzt ein beherzter Seitwärtsschuss und ist drin. Seitwärtsschuss und da fällt das 1:0 für die Bremer. Das erste Tor in der 4. Minute. Die Bremer sehr, sehr defensiv vor dem Tor, haben Angst, dass die HTWK gleich aufs Tor bolzt. Die HTWK hat den Schuss erkannt. Los geht's. Der Ball durch die Füße, der Bremer durch. Wohin geht die Reise? Ist jetzt nicht ganz klar. Die Bremer können sich ausrichten, werden am Schuss gehindert. Ball liegt jetzt in der Mitte, aber niemand, der wirklich dem Bremer Spieler da Parole bieten kann. Die zwei muss ich sicherlich auch erstmal fangen. Versuchter Seitwärtskick, schön am Spieler der HTWK dran vorbei. Schwierige Situation. Ich schätze, Pass nach vorn. Nein, nein, nein. Pass nach vorn, das sieht gut aus, das sieht gut aus, direkt auf den Mann. Ja. Kann den Ball aber nicht verwandeln, ist dafür einfach zu langsam. Da ist der Verteidiger der Bremer da, bedrängt den Angreifer. Schafft es, den Ball ein Stück frei zu kriegen. Jetzt wird es interessant, ob, ja, Bremen schafft es, an den Angreifer dran vorbei, den Ball zu spielen, damit der Ball wieder in der Mitte. Das Tor ist jetzt relativ frei. Hört es direkt der Schuss aufs Tor, einen Pass. Sieht aus wie ein Pass. Jetzt muss auch schnell rangegangen werden. Der Spieler liegt. Jetzt ist die Frage, was macht der Torwart? Wird geschossen oder wird gedribbelt? Es wird geschossen und der Torwart hält. Da muss nachgesetzt werden. Die Chance für die HTWK, die Chance. Jetzt muss reingedribbelt werden. Und der Ball geht über die Linie, damit 1:1 hier im Finale.
2 Minuten bis zum Ende der ersten Halbzeit. Spieler sind auf Position angepfiffen. Beide Teams haben den Pfiff gehört. Pass zur Seite, da steht aber niemand von Biumen. Aber der HTWK-Spieler war schon ein Stück zu weit. Das war kurz an den Füßen dran vorbei. Jetzt noch die Chance für die HTWK. Aber die 3 rennen zu weit weg. Damit Biumen am Ball. Seitwärtskick. Jetzt muss die Verteidigung der HTWK kommen. Versuchter Schuss, wird von der HTWK abgefangen. Ein weiteres Foul der HTWK, langsam wird es eng. HTWK jetzt im Nachteil. Schöner Pass nach vorne auf die Füße vom eigenen Spieler, perfekt. Die Verteidigung von Bremen lässt sich nicht lumpen, ist sofort da. Versucht den Ball wegzukriegen, den Spieler momentan weggenommen. Jetzt ist es natürlich schwierig, Ball im Rücken, da wieder vorzukommen. Die Verteidiger schlafen auch nicht, machen die Lücke jetzt dicht. Der HTWK-Spieler dribbelt dran vorbei. Jetzt muss der Torwart ran. Die 2 stellt sich zwischen Tor und Angreifer. Biumen jetzt sicherlich mit Sidekick. Nein, Biumen spielt aus. Das war nicht ganz ideal zurückgelegt vom Ball. Schuss weit in den Raum der HTWK. Da muss die Verteidigung jetzt auf der Hut sein. Der Torwart legt sich schon mal präventiv hin. Jetzt die 4 der Biumen ist da. Versuchter Pass, das reicht aber nicht. Der Ball jetzt in der Mitte. Da muss jetzt jemand rangehen. Die Situation jetzt ein bisschen verfahren. Noch 10 Sekunden. 10 Sekunden bis zur Halbzeitpause. 5 Sekunden jetzt. Der Ball praktisch vor den Füßen der HTWK. Und damit endet die erste Halbzeit 1:1 hier im Finale. In 10 Minuten sind wir wieder da. Bis gleich.